Früh da draußen schneit. Wir drehen jetzt ein Video. Ja. Ja. Verpixeln bitte. Auf geht's nach oben. Es geht nach oben und zum Anfang. Noch besser. Ah, dunkel hier. Hallo Dominik! Hallo! Wie geht's dir? Gut. Wow, Alter, was ist hier? Hallo? Wir waren eben draußen, deswegen konnte ich nicht so gut schreiben. Voll cool, oder? Hi! Ja. Mein neues Zimmer! Hi! Was ist denn? Halt mal! Ja, mein neues Zimmer. Hi! Hab ich was Schönes mitgebracht? Ein Paket. Das wird heute unboxed. Ich hab euch was mitgebracht, Leute. Das ist gute Ware. Top-Marken. Dieses Video ist gesponsert, unterstützt durch Luis Motorrad. Danke an dieser Stelle. Die waren so lieb und haben mir diese wunderbaren Handschuhe zugesendet. Und diese Handschuhe, die sind geil. Wisst ihr warum? Ich habe mit Sicherheit das Video schon, beziehungsweise, habe ich das Video schon hochgeladen? Nikolaus Video? Nein. Das ja auch, ja. Aber ich werde das Video quasi, ihr habt es auf Insta gesehen. Meine Hände sahen ein bisschen schlammig aus, als ich mich mit der TT festgefahren habe auf dem Acker. Und diese Handschuhe, die mit denen habe ich in Schlamm gebuddelt, müsst ihr wissen. Meine Hände, als ich die Handschuhe ausgezogen habe, die waren komplett schwarz. Nein. Die waren sauber. Also, ihr könnt mit diesen Handschuhen könnt ihr in Schlamm buddeln und eure Hände bleiben sauber. Aber was das Wichtigste ist, die sind eine Ecke wärmer als so normale Sommer-Motorradhandschuhe. Weil Motorradhandschuhe im Sommer sind sehr kalt, im Winter. Im Sommer ist es gut. Lach nicht, du Arschgeh. Die sind bequem, muss ich sagen. Die haben jetzt nicht so einen ganz sportlichen Look, die haben so ein bisschen den Tourer-Look. Sag mal. Ein Handschuhporn. Warum machst du das Geräusch dazu? Also. Aber die sind von den Tourer-Handschuhen, sind da schon mit so die schönsten Handschuhe, die es da so gibt. Und aber was hast du festgestellt bei der letzten Fahrt? Bei der letzten Fahrt? Bei der Nikolausfahrt. Was hast du da festgestellt? Was habe ich da festgestellt? Was habe ich denn gesagt? Ja, deine Hände waren dann immer noch nicht. Also ach so, also ja, das sind so Übergangshandschuhe. Die sind jetzt, das sind keine Winterhandschuhe. Winterhandschuhe kennt ihr ja wahrscheinlich, dass die so die vier Finger sind so ein Ding so und hier der Daumen ist noch so. Wisst ihr, was ich meine, ne? Also die Handschuhe, die halten schon eine Ecke wärmer als die luftigen Sommerhandschuhe, die ich habe. Aber die sind halt immer noch, also die Finger werden bei 1 Grad, werden die immer noch kalt. Das ist, habe ich auch gar nicht anders erwartet. Ich ziehe die mal an, die sind nämlich geil, weil die riechen nach Erde, weil, ja. Guck mal, das ist Qualität vom Feinsten. Die werden richtig missbraucht bei mir, deswegen sind die schon so dreckig, weil die waren komplett braun. Und die waren jetzt einmal in der Waschmaschine und sehen wieder aus wie neu. Naja, fast, ne? Ein cooles Feature haben die Handschuhe auch. Die haben hier, der linke Handschuh hat so einen Scheibenwischer. Dann kann man so, warte, ich zieh den mal hier an, dann kann ich euch das vorführen. Hab jetzt natürlich keinen Helm auf. Aber ich kann euch was Cooles vorführen, dann nimmt man diesen Ding und dann macht man so. Und dann ist so die See wieder klar. Gerade im Winter, super praktisch. Ne, Luisa? Ja. Ja. Irgendwas haben sie noch? Ah, genau. Reflektoren. Reflektoren sind auch noch drauf. Das ist auch nochmal geil, wird man besser gesehen. Im Winter ist es gerade gut. Und ich habe von Luis eine Zeitschrift dazu bekommen. Die Motorradzeitschrift. Kostenlose Leseprobe. Tatsächlich habe ich mir die noch nicht durchgelesen, obwohl ich die Handschuhe jetzt schon. Guck mal, das ist die Leseprobe vom 27.10. Ja. Die ist schon ein bisschen her, ne? Auf jeden Fall muss ich mir die noch durchlesen. Ich hoffe. Also die Handschuhe sind gut. Ich habe euch die Handschuhe mal
unten in die Videobeschreibung reingepackt. Wo ist unten? Nicht da? Nee, hier. Okay. Okay. Ich habe euch die mal reingepackt. Da oben? Ja, die auch. Also gerade jetzt für die TT finde ich die Handschuhe optimal, muss ich sagen. Mhm. Mein Arm wird schwer. Und ihr könnt ja auch absahen. Im Moment ist sowieso bei Louis hier, Produktplatzierung ist da. Ich wurde ja auch unterstützt. Die haben mir die Handschuhe kostenlos zur Verfügung gestellt dafür. Zum Moment so die übelste Rabattaktion, Weihnachtsaktion. Da könnt ihr vorbeischauen. Gute Sachen gibt es da immer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Weiß ich nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Modevlog, Leute. Oder Unbox. Ganz schön hallig der Raum hier, ne? Tschüss.